Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Kings. Ja, ich habe 1,8 Millionen Kraft. War das schon das letzte Mal so? Spielen wir da. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher. Ein Momentchen kurz. So. Okay. Hat ja irgendwo so eine Meldung kam, wegen iTunes und sowas. Ja, also, jetzt haben wir jetzt mal ein paar Ressourcen. Was hat der Händler hier für uns? Oh, 5 Beschleuniger, die nehme ich gerne mit. Beschleuniger habe ich nämlich wieder kaum welche. Diese Beschleuniger regen so. Ja, und ihr seht schon, Burg 22 ist im Bau. Ich muss diesen Vipers LP wieder aufholen. Da macht mir echt Konkurrenz hier. Ich musste mal ein bisschen aufholen. Da habe ich auch 1,8 Millionen Kraft. Habe 200.000 schon mal aufgerüstet. Ich warte es aber dann. Ich möchte dann die Achtertruppen ins Bau setzen. Hier die Adlerbogenschützen, die Wind und die. Was sind das? Schweren Pikiniere und königliche Ritter bauen dann. Und ja, Skill-Event läuft ja im Moment auch noch. Dementsprechend haben wir wieder mal Kraft verloren. 2 Millionen nur. Bisher hält sich eigentlich noch relativ in Grenzen. Per Zufall mal, dass wir nicht gerade platt gemacht worden werden tun. Ja. Ein Zufall, echt. Dass wir bisher jetzt noch nicht so richtig hart angegriffen wurden. Nun einmal von... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur nicht. Ich nicht tun weiß. Oh, was kommt da für eine von euch? Hallo, ich bin der Landwirt. Ich würde auf meinem Weg hierher vom Monster attackiert und meine Brüder sind überall verstreut. Bitte lass mich hinein und schicke mich nicht wieder weg. Oh nein, bitte lass mich nicht weg. Lass mich nicht weg. Der Lord ist so freundlich, dass er mir nicht wieder wegschickt. Bla. Events halt vom 11.06. bis 15.06. um sicher zu gehen, dass das Event halt in den Sinne verwenden. So, das Ende des Events in Startnachricht ankündigen. Okay, neues Event. Gut. Events sind immer gut. Ich drück einfach rum. So, ich habe hier noch ein paar Lutscher. Oh, hier 210 Lutscher zum Öffnen für uns. Können wir mal gucken, was wir. What the fuck, Banana? Okay, leck mich am Arsch. Krasse Scheiße. So, ihr könnt ja auch mal so einen Schlüssel kaufen. Das habe ich extra aufbewahrt. Ich kaufe nur einen, die kosten 200 Gold, diese Kackdinger. Wo sind die jetzt? Schlüssel, Schlüssel da. Ich hole mal zwei für die Aufnahme. Ja, zweimal Schlüssel. Das auch noch so von der. Noch ein anderes Event, da kann man diese Zongi-Blatt synthetisieren mit. Was? Mit irgendwas anderem. Dann kriegt man das hier, Zongzi. Das kann man dann öffnen und das gibt auch. Halleluja! Halleluja! Hallo! Okay, die Musik im Hintergrund wird zwischendurch dazu passen, aber was soll's. Ja, was soll ich aufmachen? Hier geheimnisvolle Truhe. Machen wir eine geheimnisvolle Truhe auf. Nicht schlecht. Dann machen wir noch eine so mysteriöse Zonkzi-Paket auf. Eine exzellente Materialtruhe. Ihr wollt mich doch verarschen. Also das wollte ich ja noch nicht, ne?
Naja, dann können wir erstmal ein Papierpack uns von unseren Materialkisten öffnen. Oh, Level 3, ja, das ist gut. Prestige Brustabzeichen. Gut, 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 gut. Das hört ganz gut aus. Ja, was gibt's noch so Neues? Ah, ja, ich kann meine Felder ernten. Burg 22, heute Abend ist auch wieder DK, beziehungsweise Drachenkampf. Das MW und MFA sich zerstritten haben, dessen wisst ihr auch, glaube ich. Ross hat BLC runtergehauen, die hat mal fucking 120 Millionen Kraft, haben sie noch 79. Oder Ross, EVT und Leo, wenn ich sie gerade finde, da, tun sich zusammenlegen, um wahrscheinlich NWO anzugreifen. What the fuck? Das hat PE7 in einer Rundmail geschickt an die Chinesen, dass sie sich zusammenlegen und dann NWO angreifen werden. Ich möchte auch mal schon mal diese Belohnungen. Das ist so geil. Ah ja, wir können auch das Ding, was man da noch bekommt, aktivieren. So eine Stunde. Wie heißen die? Eine Stunde Tag der Kinderskin. So, und jetzt gibt's ein Ellbogen. Dafür muss man nochmal kurz hier. So. Ja, mal Regenbogen. Yeah! Ich mag Regenbogen. Regenbogen sind ja cool. Okay. Was redet da hinten von Schwachsinn hier? Oh. Oh, ist das schon wieder angegriffen. So. Ja, dann können wir auch mal hier in die Lord Stärke planen. Lord Stärke Rangliste reinschauen. Ach, mit 33, Daniel 25, Gnad 22, Skyler hat 18, Lancelot 15, P7, Flinter Mustafa und solche Pipi-Kaka. Okay, sorry. Dann kann man hier noch gucken. Ist noch, ja, Ahmed.